Alzheimer ist eine neurodegenerative Krankheit. Das heißt, dass Nervenzellen absterben, wodurch es zur Schrumpfung des Gehirns von bis zu 20% kommen kann und Betroffene insgesamt eine Leistungsverringerung erfahren. Es leben ca. 24 Millionen Menschen weltweit mit einer Demenzerkrankung, wovon 60% der Fälle ihre Ursache in Alzheimer wiederfinden. Symptome von Alzheimer können sein eine geringe Lernfähigkeit, schlechtes Kurzzeit- und im weiteren Verlauf auch Langzeitgedächtnis, Bewegungs- und Koordinationsschwierigkeiten oder ganz einfach Demenz. Explizite Ursachen sind bis heute nicht bekannt. Es gibt aber bestimmte Risikofaktoren, die eine Alzheimer-Erkrankung begünstigen können. Das sind Diabetes, Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen, Schädel-Hirntraumen, außerdem auch hohe Cholesterinwerte, Genmutationen und vor allen Dingen ein hohes Alter. Aber Patrick wäre ja nicht Patrick, wenn da Ernährung nicht auch eine immens große Rolle spielen würde und man anhand einer bestimmten Diät, die gewisse Vitalstoffe liefert, die Alzheimer-Symptome nicht auch sogar bei älteren Menschen verringern könnte. So hat eine 82-jährige Frau aus dem Vereinigten Königreich anhand einer Diät basierend auf Blaubeeren, Süßkartoffeln, viel Grünzeug wie Spinat, Grünkohl und Brokkoli sowie Nüssen ihre Alzheimer-Symptome wirklich verringern können und ihr Gedächtnis zurückgewinnen können. Details folgen nun von Patrick. Ja, herzlich willkommen zu einer, ganz ehrlich, das interessiert doch über dieses herzlich willkommen zu einem super spannendes Video, Patrick, muss los. Da wir jetzt wieder seriös sein können, gucken wir auf meinen Zettel. Nun gilt es, die Lebensmittel zu verifizieren, welche der Frau wohl geholfen haben bei der Heilung ihrer Krankheit. Nun hat sie auf eine mediterrane Ernährung gewechselt. Was zum Teufel ist diese mediterrane Ernährung? Genau genommen waren es sich um unverarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Samen, Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, wenig Milch und wenig Fleisch. Was sagt der Wegweiser im Bundesinstitut dazu? Sie sagen ebenfalls als allererstes, eine mediterrane Kost bei Alzheimer-Erkrankung läuft bei dir. Also schauen wir uns einmal die systematische Studienrezension von 32 Studien, den Zusammenhang zwischen jener Ernährungsform und der dementsprechenden Alzheimer bzw. Demenz, die sie erschließen konnten. Und anscheinend gibt es eine deutliche Korrelation, ja, die Mehrheit der Studien einen positiven Effekt auf die kognitive Performance, ja, und gegen Demenz aufwies. Da wir aber von der Mehrheit sprechen, sprechen wir natürlich von Korrelationen. Ja, das muss nicht für jeden bedeuten, das ist keine Kausalität, ja, das ist nicht das Nonplusultra oder sonst was, ja, was immer bei jedem 1:1 funktionieren wird, sondern der Großteil der Korrelation dort irgendwie in die Richtung hingeht. Nun gibt es aber noch eine größere Meta-Analyse von 2,2 Millionen Subjekten, die herangezogen wurden. Und da muss ich noch einiges erklären, und zwar bei der Ernährungsform und Krankheit geht es hier. Da ist der Wert 1. Wenn dieser Wert 1 ist, genau 1 ist, dann hat die Ernährungsform keine Auswirkung auf die Erkrankung. Es ist egal, was du isst dementsprechend in dieser Ernährungsform, es wird sich nicht auf die Krankheit auswirken. Hast du jetzt aber der Wert über 1, das heißt, dass die Ernährungsform negativ auf diese Krankheit wirkt, es wird schlimmer. Ist dieser Wert unter 1, ist die Ernährungsform positiv auf die Krankheit. Steht aber auch unten dran, Reduced Risk und erhöhtes Risiko, ja, damit in der Studie. Und anscheinend, ja, 2,2 Millionen der Menschen zeigt hier nicht nur ein allgemeinertes verringertes Sterblichkeitsrisiko, sondern auch ein kardiovaskuläre Problemeverringerungsrisiko, wenn man das so sagen kann, ja. Oder auch Neoplasie-Neubildung, ja, dementsprechend Probleme wurden verringert. Dazu ist Neubildung von Gewebe dementsprechend, Neoplasie, ne? Darunter fallen dann auch dementsprechend Tumore, ja. Oder auch neurodegenerative chronische Krankheiten, darunter fällt auch ganz klar Alzheimer und Demenz. Und wir sehen hier natürlich sehr, sehr schön, ja, die Korrelation. Also zusammenfassend kann man sagen, die gewählte Ernährungsform war durchaus richtig und hat positiv dazu beigetragen. Das kann man durchaus so sagen. Besonders hervorgerufen wurden von dieser Frau Blaubeeren und Walnüsse. Auch zu den Beeren gibt es eine Meta-Analyse. Dort zeigten sich 16.000 Subjekte. 16.000 Beeren haben sich auf Frau Merkel gestürzt. Ja! Also 16.000 Probanden dann dementsprechend aufgeteilt in die Bärengruppe und da zeigte sich eine Verlangsamung der kognitiven Rückgang dementsprechend in der Bärengruppe und das ist wirklich sehr, sehr schön hier zu sehen bei so einer großen Studien,
Subjektanzahl. Ja. Noch hinzuzufügen ist die Wirkung natürlich auf die Anthocyane, das heißt die sekundäre Pflanzenstoffe in diesen Blaubeeren, denn die haben eine sehr, sehr hohe antioxidative Wirkung und das ist natürlich sehr, sehr förderlich im Gehirn, wenn es um neurodegenerative Krankheiten halt eben geht. Und was man vielleicht noch als Tipp der Frau hätte geben können, dass der ORAC-Wert, also Oxygen Radical Absorbance Capacity, das heißt die Fähigkeit, Radikale zu puffern, bei den wilden Heidelbeeren 61 ist, bei den Kulturheidelbeeren 25. Woran liegt das? Die wilden Heidelbeeren haben innerhalb des Fruchtfleisches halt eben noch rote Anthocyane und die sind viel, viel kleiner, das heißt viel, viel mehr Schale pro Gewichteinheit. Das wäre noch als Tipp von mir hier einmal mitzugeben. Auch in Tierversuchen konnte gezeigt werden, bei einer Substitution von 6-9% der Kalorien durch Walnüsse sehen wir hier ein verbessertes Erinnerungsvermögen. Auch ebenfalls in einer anderen Studie 6-9% Walnüsse, Substitution der Ernährungskalorien, zeigten ein verringertes oxidatives Proteinpotenzial, was natürlich auch damit gleich gilt mit Alzheimer-Erkrankungen. Ja. Der Hauptgrund ist natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren. Ja? Und hier kann man vielleicht noch als Tipp mitgeben, dass die Walnüsse zwar am meisten Omega-3 haben, völlig richtig, aber das Problem ist halt eben, sie haben ein negatives Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Und Omega-6 fördert ja wieder Entzündung. Wir haben ca. 6-zu-1-Verhältnis. Hingegen hätte man Leinsamen oder Chiasamen wählen, wenn das nur die einzigen Saaten, die ein positives Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis haben. Und des Weiteren, wenn es sehr, sehr akut ist, hätte man vielleicht hier auf Algenöl EPA und DHA, schon die umgewandelte Form, supplementieren können. Definitiv keine Fischpräparate oder Fische konsumieren, wie oftmals empfohlen wird, denn es wird völlig außer Acht gelassen, dass diese völlig verseucht sind von Schwermetallen. Da gibt es keine Ausnahme mehr. Ich habe damals dazu auch Videos gemacht. Es kommt bald übrigens ein Schwermetallausleitungskurs, möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Denn Schwermetalle ist somit so ziemlich das, was am meisten Radikale in deinem Körper überhaupt fördert. Ja. Und mit Radikalbildung ist quasi, ja, steht und fällt fast alles. Ne? Das chronische Krankheiten, Krebs und so weiter kann dadurch natürlich auch beschleunigt werden. Anscheinend hat die Frau einiges richtig gemacht und hat natürlich durch die Ernährungsform und ihre Lebensmittelwahl kann es zu Verbesserungen tatsächlich gekommen sein. Ja? Nur möchte ich noch ein paar Tipps geben, noch weitere, wie sie das noch besser hätte optimieren können. Anscheinend konnte auch Vitamin D eine Rolle spielen, denn im Mangel korrelierte kognitiven Einbußen. Ein Mangel an Vitamin D. Ja. Das heißt, die Rezeptoren von Vitamin D regulieren die Entzündungen und wirken nervenschützend. Und interessant zu sehen ist auch, dass eine Meta-Analyse zeigte, dass diversen Studien von Alzheimer-Erkrankten jene signifikante niedrigere Vitamin D-Spiegel aufwiesen, ein Odd-Ratio ca. 1,4. Daher ist der Rückschluss von den Forschern sehr gewagt, ja, dass Vitamin D ein Neurosteroid ist. Ja, und es scheint, welcher als Marker für eine Alzheimer-Erkrankung herangezogen werden kann. Sehr, sehr spannend. Aber selbst die mediterrane Kost ist kein Freifahrtschein, denn zum Beispiel, wenn man hohe Kupferwerte mit Transfettsäuren oder gesättigten Fettsäuren in hoher Konzentration koppelt, kam es zu kognitiven Einschränkungen. Und das kann gewährleistet werden, indem man dann dementsprechend Nüsse zum Beispiel erhitzt. Denn dann wandeln sich die Fettsäuren dann dementsprechend aus der Cis-Konfiguration in die Trans-Konfiguration um. Denn jene sind nun mal thermodynamisch günstiger und bei Wärmeeinfuhr müssen die sich thermodynamisch umlagern. Und das dann mit sehr hohen Kupferwerten, die Nüsse aufweisen, kann wirklich hier auch negative Wirkungen haben. Von daher an immer versucht, wirklich viel Rohkost zu essen. Ja? Auch eine Meta-Analyse zeigte, dass Alzheimer-Patienten höhere Kupferwerte im Allgemeinen aufwiesen. Das sehen wir auch hier nochmal. Also Zinksupplementation, erhebliche Einfluss auf die Alzheimer-Erkrankung. Ja? Nicht nur die Ablagerung von Alpha-Beta-Plaques verhindern, sondern auch ebenfalls ein Mangel beschleunigt, auch die Alzheimer-Erkrankung. Ja. Auch wird heiß diskutiert, Kohlenhydrate ja oder nein, da gibt es Pro und Contra, solche Studien und solche Studien. Aber dann gab es eine große angelegte Studie mit knapp 1000 Erkrankten, die deutlich nachgewiesen hat, dass kein Zusammenhang zwischen der glykämischen Last und der Krankheit Alzheimer nachgewiesen werden kann. Auch konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die Alzheimer-Patienten niedrigere Selenspiegel aufwiesen, ja, das heißt als gesunde Menschen, obwohl jene in der Studie bereits schon einige Mangel unterlitten. Ja. Es findet sich ebenfalls sehr viel in Paranüssen, sehr, sehr wichtig für antioxidativ-protektiven Schutz bei uns im Gehirn. Ja. Also wie wir sehen, handelt es sich bei dieser Erkrankung, ich hätte jetzt noch ewig weitermachen können mit verschiedenen Nährstoffen, um eine Disbalance von bestimmten Nährstoffkonzentrationen, meistens ein Mangel, ja. So wie alle degenerativen Krankheiten meiner Meinung nach mit unter anderem unter einem Mangel
zugrunde liegen. Ja? Von daher ist es ganz, ganz wichtig, immer Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe. Ja? Das Problem ist halt eben, die Lebensmittel werden immer schlechter und der Stress wird immer mehr. Und je mehr Stress du hast, desto mehr braucht der Körper Antioxidantien. Ja? Desto mehr braucht der Körper natürlich, zum Beispiel kleine Hunde, ja, produzieren auf einmal bei Stress das Dreifache an Vitamin C, an antioxidative Potenzial. Ja? Damit ist der Nahrungsergänzungsmittelbranche natürlich auch so extrem nach oben geschossen, weil die Lebensmittel immer schlechter werden und die Lebensumstände leider auch immer schlechter werden und damit den Menschen einfach das am meisten geholfen hat, muss man leider so sagen. Ja? Ja, was ich aber sagen kann, ist, vielleicht nochmal für die Leute, die sich fleischtechnisch ernähren, achtet darauf, also meines Erachtens kann man Hühner nicht mehr essen, die kriegen meistens irgendwelche Körner oder sonst was, die ein sehr schlechtes Omega-3- zu Omega-6-Verhältnis haben und so weiter. Sie essen nicht mehr das, was sie eigentlich so brauchen, ne? So Würmer und solche Sachen auf dem Boden. Schweine sowieso absolute Masttiere einfach nur noch, ja. Rinder hingegen, da gibt es schon noch welche, die nur Gras essen, das wäre dann so die Alternative. Und dann vergesst Muskelfleisch, Innereien. Das ist nur mein Tipp, wenn ich Fleisch essen würde. Wenn ich jetzt vegan leben würde, sonst auf Pflanzen basiert, vergesst Leute das Grünzeug nicht. Ihr seht, wie wichtig die richtige Nährstoffzufuhr ist und was das Auswirkungen dann dementsprechend ist auf bestimmte Krankheiten, Volkskrankheiten. Ja, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und natürlich bestimmte Dinge, ne, Vitamin D und so, B12 und so, sollte man sich schon überlegen, dass man da ein bisschen was macht, ne, supplementiert und solche Sachen. Und wie wichtig die Antioxidantien einfach doch sind, ja, bei uns. Das ist wirklich so unfassbar wichtig. Unter anderem, warum auch so viele Studien gibt dazu halt, ja. Zu Antioxidantien wirken Blaubeeren, OPC und diese alle Klamotten, ja. Gut, ja, ich denke, das war's. Ich denke, ich bin schon wieder bei 10 Minuten. Alles klar, wie kann man so lange immer labern? Ich check es nicht. Ich denke mal jedes Mal immer 5 Minuten, nein, 11 Minuten. Dankeschön fürs Zusehen, ich bin sehr froh, mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ja, den Daumen auf jeden Fall nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in den Kommentaren. Schreibt mal was in die Kommentare rein. Hallo oder so. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf vitasomal.de, 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit bei meinen Produkten. Und wir haben neue Tees. Wir sehen uns da. Wiedersomal.de.